Im Hafen der Hauptstadt Asunción entdecken paraguayanische Sicherheitskräfte über 4 Tonnen Kokain in Zuckersäcken in einem Container. Die Drogenbehörde teilt mit, dass die Lieferung nach Antwerpen, Belgien gehen sollte. Das beschlagnahmte Kokain hat in Europa einen Marktwert von etwa 220 Millionen Euro. Neben den USA ist Europa der größte Markt für Kokain aus Kolumbien, Peru und Bolivien. Im letzten Jahr beschlagnahmten europäische Häfen über 300 Tonnen Kokain. Allein in Antwerpen stellten Ermittler eine Rekordmenge von 121 Tonnen sicher, etwa 10% mehr als im Vorjahr. Laut deutscher Zollbehörde verlagert sich der Schmuggel teilweise von Nordamerika nach Europa, vermutlich wegen höherer Preise. Neben der typischen Route von Kolumbien über Mittelamerika in die USA oder über Ecuador nach Europa, gewinnt die Route über Paraguay, Argentinien oder Brasilien zunehmend an Bedeutung. Eine Lagebewertung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bestätigt diese Entwicklung.